Wir haben im Moment in Deutschland eine absolut gute demografische Lage. Wenn man das Verhältnis nimmt zwischen den Senioren auf der einen Seite und den jungen Leuten auf der anderen Seite, verglichen mit denjenigen im erwerbsfähigen Alter, ist doch das Verhältnis geradezu perfekt. Wir haben weit mehr Leute zwischen 20 und 64 Jahren heute in Deutschland, als zum Beispiel in den letzten 30 Jahren. Und deswegen haben wir, wie gesagt, also eigentlich ein ziemlich gutes Arbeitskräftepotenzial im Moment noch. Aber das wird nicht dauern. Das heißt, ja, die Lage ist im Moment wirklich gut. Aber das wird umkippen ab ungefähr 2020. Und dann wird sich natürlich die Frage stellen. Aber klar, die Lage ist im Moment gut. Die Debatte ist in ganz vielen Punkten sehr, ja, paranoid, möchte ich fast sagen. Es gab eine Zeit, da wurde beklagt, dass wir ein Volk ohne Raum seien. Im Moment haben manche Angst, dass wir aussterben. Beides ist großer Unfug. Wir sind... Gerade Deutschland hat die größte Bevölkerung in ganz Europa und auch was die Bevölkerungsdichte angeht, sind wir relativ weit vorne mit dabei. Also bis Deutschland ausstirbt, ist es ein sehr langer Weg. Die Frage ist tatsächlich, wovor haben wir eigentlich Angst? Angst haben wir, das ist irgendwie auch in unserem Gen möglicherweise drin. Wir haben irgendwie immer Angst, wenn sich etwas verändert, scheint mir. Die Niederländer zum Beispiel hatten Angst vor der demografischen Bombe, hieß das damals. Die haben ein vergleichbares Institut gegründet, wie das unsere, nur etwas früher, als deren Geburtenrate noch hoch war und sie hatten Angst, dass dieses kleine Land durch zu viel Bevölkerung explodieren könnte. Bildlich gesprochen natürlich. Also Angst vor Veränderung scheint in der Menschheit verankert zu sein. Wo man tatsächlich drüber nachdenken kann, ist sozusagen eine schnelle Veränderung, also ein schneller Schwund von Bevölkerung, den wir in manchen ländlichen Gebieten haben, weil wir eben nicht nur eine niedrige Geburtenrate haben, sondern wir haben auch regionale Wandlungsbewegungen von dem Land in die Stadt, also Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg. Da gibt es sicherlich kleine Ortschaften mit strukturellen Problemen, die aus dem Bevölkerungsschwund erwachsen, der sich da sozusagen durch die Kumulation von Wandlung und niedriger Geburtenrate ergibt. Vor solchen schnellen Bevölkerungsanstiegen oder Rückgängen kann man Angst haben, weil es natürlich rapide politische teure Maßnahmen erfordert, um damit fertig zu werden. Auch große Einwanderungsbewegungen, da muss man irgendwie das Integrationsproblem immer schneller und gravierender lösen, als wenn so jährlich ein paar kommen. Aber an und für sich können wir mit sehr vielen Menschen auf dieser Fläche leben. An sich ist es auch nicht schlimm, wenn wir nur halb so viele wären. Es gibt viele Länder, die hätten diese Bevölkerungsdichte, die wir vielleicht in 200 Jahren mal haben, wenn wir nur 40 Millionen sind, möglicherweise. Also es gibt gar nicht so viel, wovor wir wirklich Angst haben müssen. Alte Menschen sind heute und werden in Zukunft sowohl gesünder als auch finanzstärker sein. Das heißt, die Fragen Dinge nach Freizeitgestaltung, es gibt einen nationalen Wandel, die heutigen und die zukünftigen Alten sind nach den Einschätzungen aktiver. Also das mit den Finanzkräften, das wird sich wieder umkehren. Genau. Da sind wir jetzt an einem Peak und das ist in Zukunft vielleicht nicht mehr so. Ja. Alte Menschen sind in jeder Hinsicht auch ein Potenzial, sei es für die Kinder-Enkelbetreuung, sei es für welche Aktivitäten die Gesellschaft auch immer wertschätzt. Es spricht nichts dagegen, mehr alte Menschen in der Gesellschaft zu haben. Das sind zumindest kein Problem. Also ich wollte das an den vorigen Punkt noch kurz ergänzen, was diese Befürchtung anbelangt. Also die große Befürchtung ist das Verhältnis zwischen den Senioren und denjenigen im erwerbsfähigen Alter, weil es nicht immer, es geht immer um die Frage, wer zahlt die Renten, wer zahlt das Gesundheitssystem und so weiter. Aber wir haben ja sowieso bereits in Deutschland die Entscheidung, das Renteneintrittsalter zu verschieben auf 67. Und wenn das tatsächlich stattfindet, man hat es ja schon errechnet, haben wir ein Verhältnis, was 2040 genau dem entsprechen würde von 2008 mit einem Renteneintrittsalter 2008 von 60. In anderen Worten, wir haben überhaupt keine Entwicklung, keine negative Entwicklung. Das nennt man ja den alten Quotient. Das heißt, dieses Verhältnis zwischen denjenigen im Rentenalter und denjenigen im erwerbsfähigen Alter, was genau stabil bleiben würde, wenn wir dann bei 67 sind. Also ist das tatsächlich bei weitem nicht so schlimm oder beängstigend, wie man sich das vorstellen könnte, zumindest ja, in den 20 kommenden Jahren. Und wenn man vom Migrationsdeutschland zum Integrationsland vielleicht auch noch kommt und
Fortbildungen, Ausbildungen, Studien aus dem Ausland tatsächlich ernsthaft anerkennt und damit sozusagen den Anreiz, hierher zu kommen, auch größer macht, dann hat man da auch viel Zuzugsmöglichkeit. Voraussetzung ist, dass man keine Angst davor hat, Fremde zu sich zu holen und eigentlich nicht im Vordergrund die Frage steht, oh Gott, was ist, wenn der Deutsche ausstirbt?